Ein guter Fernsehbeitrag soll normalerweise einen roten Faden haben. In diesem muss es aber ein cremeweißer sein, denn rot würde nicht zu dem Barockkostüm passen, welches Gertraud Luber gerade fertigt. Nähen war schon immer eine große Leidenschaft der langjährigen Lkw-Fahrerin. Durch eine Bekannte kam sie dazu, historisch anmutende Kleider zu schneidern. Eines Tages hat mich die Frau Brandl gefragt, ob ich ihr ein Barockkleid, das sie sich gekauft hat, ändern könnte. Und dann hat sie mich eines Tages gefragt, kannst du mir sowas auch nähen? Sowas habe ich noch nicht gemacht, muss ich probieren. Dann habe ich mir Stoff gekauft und habe für mich eins genäht. Und sie war damit einverstanden mit dem Ergebnis. Und dann habe ich ihr auch eins genäht. Ganz ohne Recherche ging sie allerdings nicht ans Werk. Aus verschiedensten Quellen holte sie sich Informationen zur Mode im 17. und 18. Jahrhundert. Wenn wir irgendwo in Urlaub waren und wir haben Schlösser besichtigt, da gibt es ja immer viel Gemälde drin. Und die habe ich mir dann immer angeschaut und vielleicht ein bisschen aufgezeichnet hinten noch. Klassische Barockroben bestanden üblicherweise aus mehreren Elementen, welche teilweise auch miteinander kombiniert wurden, um so für Abwechslung zu sorgen. Die Frauen wollen natürlich jedes Jahr andere Farbe, andere Form des Kleides haben. Und so ergibt sich das eigentlich, dass man alle Jahr dann immer wieder was anderes hat. Meine Frau zum Beispiel hat jetzt das vierte Kleid bekommen. Mit ihren Auftraggebern besucht Gertraud Luber Stoffläden. Nicht jede dort verfügbare Farbe passt zu einem Barockkleid. In diesem Fall wurde zum Beispiel ein Dirndlstoff verwendet. Es zieht sich sowieso über mehrere Wochen hin, weil ich ja immer wieder auf die Kundin auch angewiesen bin, dass die kommt zum Probieren, dass wir beraten, wie machen wir weiter, welche Verzierungen machen wir noch. Aber ich nähe ja nicht den ganzen Tag dann, das ist ja nachmittags ein paar Stunden immer. Ein Leben ganz ohne, jetzt habe ich irgendwie den Faden verloren. Ah, hier ist er ja. Also, ein Leben ganz ohne Schneiderarbeiten kann sich die Berchingerin nicht mehr vorstellen. Trotzdem ist sie froh, auf eine elektrische Nähmaschine zurückgreifen zu können. Wenn man sich die Gemälde anschaut oder auch im Internet die Fotos von den historischen Gewändern, mein lieber Mann, also ich möchte es nicht alles mit der Hand machen. Eigentlich hätten einige der geschneiderten Kleider beim diesjährigen Barockfestival in Berching zum Einsatz kommen sollen. Dieses kann Corona-bedingt leider nicht wie geplant stattfinden. Und das, obwohl man sofort einen amtlichen Mindestabstand hat, wenn man zwei Damen mit diesen ausladenden Roben nebeneinander platziert.